Dinge mehr wollen. O Yazid, dich werden deine Augen erfreuen. Erfreuen? Wodurch? Sie bringen dir den Kopf Husseins, mein Herr. Den Kopf Husseins? Ihr habt den Kopf Husseins? Na, welche Wohltat für die Seele. Geht, geht und schmückt die Eingänge und die Gassen. Versammelt das Volk. Wir haben einen Triumph zu feiern. Wir erwarten die Töchter und Kinder des gesamten Gottes in Ketten, erniedrigt und ohne Helfer. Wir erwarten die Köpfe Alis, die Nachfahren Mohammeds. Lass es in den Gassen schallen. Es sind die Köpfe der Feinde des gesamten Gottes, damit niemand am Recht seines Herrn Yazids und an der Schuld und das Vergehen Husseins zweifle. Jawohl. Bringt sie zum Schweigen! Du hast unsere Männer und Gefolgsleute getötet
und ihre hilflosen Familien hier und dorthin verschleppt. Ist das deine Auslegung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit? Ist das dein Islam, Yazid? Aber was kann man auch schon anderes von Yazid erwarten, dass du Fleisch und Blut aus dem Blut der Märtyrer des Hauses des Propheten geflossen ist? Kann man da noch eine menschliche Regung oder ein göttlich inspiriertes Handeln erwarten? Wahrlich, der Tag wird kommen, an dem du bestimmt vor dem Propheten Gottes stehen wirst, mit dem Blut seiner Nachfolger in den Händen kleben, mit dem Verbrechen, die Würde des Hauses des Propheten verletzt zu haben. Wahrlich, an dem Tag werdet ihr Zeuge sein, wie der erhabene Gott uns versammelt und uns an euch rächen lässt. Und der erhabene Gott sagt in seinem heiligen Koran und halte diejenigen, die auf dem Weg Gottes getötet worden sind, nicht für tot. Sie leben. Sie leben und der Herr gewährt ihnen Unterhalt. Nein, halt! Er nicht! O ihr Zuhörer, Gott gab uns, die Leute des Hauses, 6 Dinge, die niemand außer uns besitzt. Er gab uns besondere Würde, Weisheit, Ansprachekraft, Tapferkeit, Geduld und Respekt. Er verlieh uns diese Dinge, weil wir zur Familie des Propheten gehören. Zu uns gehören Hamza und Jafar. Zu uns gehört der Löwe Gottes, Ali ibn Abi Talib. Zu uns gehören die Führer der Jünglinge des Paradieses, Hassan und Hussein. Diejenigen, die mich kennen, wissen, wer ich bin. Diejenigen, die mich nicht kennen, sollen wissen, dass ich der Sohn von Mekka und Menna bin. Ich bin der Sohn von Samsam und Safa. Ich bin der Sohn desjenigen, der den Armen Almosen gab. Ich bin der Sohn desjenigen, der die Pilgerfahrt vollzog. Ich bin der Sohn desjenigen, der vom Hause Gottes zur heiligen Al-Aqsa-Moschee getragen wurde und die Himmelfahrt vollzog. Ich bin der Sohn Muhammads, dem Auserwählten. Ich bin der Sohn Alis, dem Gott Wohlgefälligen. Ich bin der Sohn Fatimas, die Herrin der Frauen aller Welten. Ruf zum Asan! Ruf zum Asan! Er soll mit seinem Gerede aufhören. Die Leute fangen an, ihm zuzuhören. Verschleppst du und erniedrigst du seine Familie und bringst sie als Gefangene in diese Stadt. Als die Menschen im Palast Yazids die Worte Zainabs und die Männer seiner Abedin hörten, hatte Yazid keine andere Wahl, als vom Töten Zainabs und die Männer seiner Abedin abzulassen. Er nahm daraufhin die Familie des Propheten in Gefangenschaft und ließ die Frauen, Kinder und Imam Zainal-Abidin in ein zerstörtes Haus bringen, welches mit dem Palast Yazid verbunden war. Fuck!
Vater, oh Vater, wo bist du? Oh Vater, wo bist du? Oh Vater, Tante Zainab, oh Tante Zainab, wo ist mein Vater Al-Hussein? Oh Rukaya, er ist auf Reisen, meine liebste Rukaya. Tochter Rukaya, komm zu mir, meine liebe Rukaya. Ich vermisse dich sehr, meine liebe Tochter. Oh Tante Zainab, oh Tante, ich möchte meinen Vater Al-Hussein sehen. Mich schmerzt der Verlust. Wo ist mein Vater Al-Hussein? Oh Vater, oh Husseine, oh Vater, oh Husseine. Ruhe, Ruhe! Wer wagt es, mich zu stören? Oh Yazid, es ist die Tochter Husseins. Sie hatte ihren Vater im Traum gesehen und wurde sehr unruhig. Ich werde sie zur Ruhe bringen. Bringt ihr den Kopf ihres Vaters, damit sie damit kuscheln kann. Was ist das? Ich fragte nach meinem Vater, nicht nach Nahrung. Wo ist mein Vater? Er liegt vor dir. Oh Vater! Oh Husseina! Wer hat dir das angetan? Oh Vater! Wer hat dir den Kopf abgeschlachtet? Oh Husseina! Wer hat mich in meinen 3 Jahren zum Waisenkind gemacht? Oh Vater! Oh Husseina! Entferne Rukaya vom Kopf meines Vaters Hussein. Ihre Seele hat nun deinen Körper verlassen. Wa Husseina, wa Shahida. Wa Husseina, wa Shahida. Die Ungerechtigkeit, o Imam, die Ungerechtigkeit. Wer wird diese Welt mit Gerechtigkeit füllen, nachdem sie mit Ungerechtigkeit gefüllt worden ist? Oh, Tante Zainab, ich hörte meinen Vater, der von meinem Großvater Ali ibn Abi Talib, der vom Gesandten Gottes hörte, wie er sagte, dass es nach ihm 12 Führer geben wird. Der erste von ihnen ist sein Vertrauter und Bruder Ali. Und der letzte ist der rechtleitende Imam al-Mahdi. Er wird die Welt mit Gerechtigkeit füllen, nachdem sie mit Ungerechtigkeit gefüllt wurde. Oh, Tante Zainab, unsere Aufgabe ist es, das Licht Husseins in die Welt zu tragen und das Gedenken an die Unterdrückten niemals sterben zu lassen. Wir müssen die Stimme der Gerechtigkeit sein und zum Wege Gottes rufen mit Liebe und Weisheit. Oh, Tante Zainab, es ist, als würde ich meinen Sohn, den Mahdi, vor mir sehen. Er wird den Turban seines Großvaters Muhammad tragen. Sein Gesicht wird leuchten wie der Vollmond der klaren Nacht. Wenn er den Namen seines Großvaters Hussein hört, füllt sich sein Herz mit Trauer. Sehnsüchtig wartet er auf den Befehl Gottes. Sehnsüchtig wartet er auf den Ruf des Rufers. Und auch wir warten mit ihm. حجة ابن الحسن.
Salawat. 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 Sal